So, liebe Leute, ich begrüße euch hier zum vorletzten Spiel der Saison. Jetzt mal kurz das Training anhauen. Ja, Hammer. Vorletztes Spiel schon. Das ist echt, doch dann immer krass im Nachhinein. Ja, gut. So schnell ging es jetzt auch wieder nicht rum. Das war, glaube ich, die erste Folge kam raus Ende September. Das heißt, ja, gute 2,5 Monate haben wir schon gebraucht. Aber dafür, dass jeden Tag, dass nicht jeden Tag eine Folge rauskam. Also, mir kommt es jetzt so zurückblickend auf jeden Fall nicht allzu lange vor, sagen wir es mal so rum. Da wird die nächste Saison wahrscheinlich gefühlt ein bisschen schneller rumgehen. Noch schneller, weil nur 34 Spiele. Aber dafür DFB-Pokal, wie auch immer lang das dann dauert. Mein Gehirn ist wieder in Topform. Was machen wir? Ich schaue erst noch mal ganz kurz nach, wann das letzte Saisonspiel ist. Es ist ja schon tatsächlich Mai. Es ist schon der 11. Mai. Mein Controller hat ab und zu keine Lust zu reagieren. In einer Woche. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt noch mal ein bisschen mischmaschen. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne so spielen lassen. Und Moll hat 67. Ich habe gestern mal just for fun eine Runde mit 1860 im Anstoßmodus gespielt. Und musste erstaunt feststellen, dass der gute Moll nur... Wie viel hat er? Ich glaube 60 oder so. Oder 59 sogar. Ist ziemlich krass. Generell ist die reale 1860-11 gerade leider wesentlich schlechter als bei uns hier in der Karriere. Ist ein bisschen sad. Hoppla. Ich habe zu oft A gedrückt. Jetzt gibt's kein Thumbnail. War halt zu gierig. So. Ich habe auch Bock. Mit Elliot. Der die letzten Spiele so unauffällig war. Leider. Aber das, der schießt bestimmt nochmal ein Türchen. Hä? Seit wann sind diese komischen Blöps wieder über den Köpfen? Oder sind die immer da gewesen schon, die letzten Spiele, und ich war zu dumm, es zu merken? Nee, die waren nicht da. Cafaro. Gut gelöst. Ja. Grimaldi. Grimaldi! Jawoll! Super! Geht doch gut los. Schöne Vorlage von Cafaro. Und das macht Grimaldi erstaunlich gut. Sehr souverän. Saisontor Nummer 17. Jetzt nochmal spannend mit Elliot, ha? Der hat, glaube ich, 18? Muss der haben? Das ist echt gut, wie wir das hier spielen. Richtig gut sogar. Hier ist Kager. Legt ihn auf für Peitz. Versuch was wert. Der hat schon mal so einen reingeschlänzt. Auf geht's, Elliot. Zeig was du. Schade. Und da kommt Peitz auch zu spät. Oh, und da kommt er wieder zu spät. Gerade so. Schade. Jetzt muss Cafaro auch da hinten aushelfen. Steinhart. Okay. Da war ich ein bisschen überrascht, dass ich überhaupt den Ball noch hatte. Schön mit dem Innenverteidiger rausrücken, so wie man es nicht machen soll. Ui.
Da hüpft Ernst einmal über das Bein. Stark gespielt. Aber Bohnmann. Was eine Parade. Schade. Der Ball von Salah war ein bisschen zu hart. Und wir werden gerade ordentlich reingepresst von Köln. Aber können jetzt den Einwurf rausholen. Und vielleicht den Ball direkt wieder verlieren. Oh Mann. Oh. Gut. Kriegen den Ball doch wieder geschenkt. So, jetzt Cafaro. So nämlich. Und weiterleiten. Jawoll. Nein, und natürlich muss er hinfallen. Schade. Gut gemacht von Köln. Oh, Elliot holt den Freistoß raus. Der wird reingetreten von Steinhardt. Der kleine Cafaro geht zum Kopfballduell. Ja, so direkt klappen die leider nicht. Hätte ich aber eigentlich Bock, dass die klappen. Das wäre bestimmt ein richtig gutes Tor. Aber da kommen wir noch hin. Hauptsache ist, wir führen. Und Cafaro, 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 Cafaro. Schafft's nicht. Jeboa. Kommt mir bekannt vor. Pintol kommt mir auch bekannt vor, der Name. Aber ich weiß nicht, ob das auch dann immer die Leute sind. Gut gemacht. Ach, Mann. Grad so nicht. Gibt sogar Vorteil für Köln. Warum auch immer. Und es ist sogar unser letztes Heimspiel wahrscheinlich. Hm? Stark. Gut gemacht. Nein. Bisschen zu schnell. Also, ich muss schon sagen, Köln spielt das hier gerade auch wieder sehr souverän, wollte er sagen. Ui, Elliot. Ah, den kriegt Kager noch. Und jetzt? Na, müssen wir ihn hinten rumspielen. Boah, ist Elliot weit hinten. Das ist doch mal jetzt eine Gelegenheit. Alter, was ein Strahl. Wirkt da ein bisschen unglücklich, nach wie vor. Hui. Der gute Elliot. Während Grimaldi schon wieder trifft und jetzt Elliot eingeholt hat. Hört, hört. Es wird interessant. Hua. Starkes Ding. Setzt sich gegen alle durch und okay. Der war haltbar. Wenn er da den Arm einfach ausfährt, dann hat er den auch. Adriano Grimaldi. Den holt sich Grimaldi direkt. Und schmeißt ihn direkt wieder weg. So muss das. Salah. 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 Macht er gut. So. Souveräne 2-0-Führung. Schön, Jungs. Wow. Und Ellie, schade. Lex. Alter, was ein geiles Tor. Was hat der eigentlich für eine Schusstechnik drauf? So ein Tor hat er schon mal gemacht vor ein paar Spielen. Zapp. Und der Torwart wirkt wieder ein bisschen unglücklich da. Also der sah jetzt nicht komplett unhaltbar aus. Kalsumi im Hintergrund. Doppeltorschütze aus dem letzten Spiel. 10 Tore auch für Lex jetzt diese Saison schon. Also offensiv haben wir echt ordentlich Qualität drin.
Zwei Stürmer mit jeweils 18 Toren. Kagat auch, glaube ich, über 10 Tore. Da ist ordentlich was los. Und da ist auch Kaga jetzt wieder. Wir spielen das gut. Und dann kommt Elliot. Köln jetzt aber auch mit ein paar Leuten vorne. So ein bisschen aufpassen. Bei Rachmann und Kafar. Oh Gott. Das gefällt mir gerade nicht. Weber ist im Weg. Weber gewinnt auch das Kopfballduell. So, jetzt können wir es vielleicht rauskombinieren. Der Lex ist auch richtig gut in... Was ist denn los? Immer wenn ich hier was loben will, geht's den Bach runter. Lex ist auch richtig gut in Form die letzten Spiele. Macht Bock. So. Dann die zweite Halbzeit. Hör. Ja, resolut, Palz. Direkt mal ein Zeichen setzen. Hör. Seine verliert. Der geht sonst wohin. Jawohl, Peitz. Hat er gerochen. Peitz bleibt dran. Kriegt ihn aber nicht. Oh, da will ich in die Mitte passen, bitte. Leute, dieser Cafaro ist einfach geil. Da arbeitet er wieder mit. Und behält die Übersicht. Hinten ist Peitz. Da ist Elliot. Und da ist... Schade. Ich will es ein bisschen erzwingen mit Elliot jetzt, ja? Ich weiß. Aber vielleicht braucht er einfach wieder ein Tor, um wieder so ein bisschen in die Spur zu finden. Wenn die Saison dann rum ist. Super. Irgendwie kommt der Ball noch zu Elliot. Irgendwie kommt der Ball auch danach noch zu Lex. Aber dann leider nicht gut zu Ende gespielt. Stattdessen kommt Köln. Oh, Peitz kann den Ball überhaupt nicht kontrollieren. Aber das macht er super. Da ist immer noch so viel Luft nach oben. In vielen Teilen der Mannschaft. Aber dafür spielen wir schon richtig gut. Ja. Aufpassen. Bohlmann hat ihn sicher. So, Cafaro mit einer Idee. Da muss Lex auch eigentlich ein bisschen früher loslaufen. Dann wird das richtig gefährlich. Das hier jetzt hoffentlich nicht. Oh je. Alter. Sorry, Hiller, aber so geht das. Krass, was der uns alles gerettet hat, die letzten Spiele. Und wir machen wieder unsere Standardtaktik mit dem Verschieben. Und das ist einfach stark. Ah, ein Cafaro kann es nicht zu Ende bringen. Gut verteidigt von Ernst, leider. So. Versuchen wir doch mal was. Ich mache das wirklich so. Und... Auf geht's, Abruscha. Kein Koizumi. Der fängt dafür das nächste Spiel an. Und wir haben Archie Hall. Und die Flanke sollte eigentlich zu Grimaldi. Stattdessen dachte Abruscha anscheinend, ich titte den mal kurz rein.
mit seinen massiven Brüsten. Ging ein bisschen drüber, leider. Schade, ich habe jetzt mit dem Pass nach unten gerechnet. Jawohl. Schön oben aufreißen. Perfekt gemacht. Und Abruscher anspielen. Super. Und da ist Hall. Und da ist Hall. Oh Gott. Schade. Strahlt jetzt schon direkt Torgefahr aus. Scheu. Ja. Gut, Moll. Da ist er wieder. Hm. Alter. Schöne Kombiniererei hier. Und dann quasi einen Rückpass zu Rehnen. Ball bleibt vorne. Jetzt müssen wir uns wieder hier hin und her schieben. Abruscher! Hm. Der Ball bleibt vorne. Oh, der war gut, der Ball auf Scheu. Lässig. Richtig gut rausgespielt. Und Hall ist schnell, der Typ. Und Grimaldi. Nein. Das wäre so ein geiles Tor geworden. Gib mir doch mal. Haut er den da wieder an die Latte? Grrr. Jetzt wird's aber allmählich random. Und da ist Scheu. Nochmal. Gott. Ist das krebsig. Komm, wir spielen die mal kurz. Haben es ja nicht eilig. Haben Zeit. Schön ins 1 gegen 1 gehen. So wie Innenverteidiger das immer machen sollen. Wisst ihr ja. Ah, ah. Oh Gott. Ja, krass, wie viel Potenzial da immer noch ist. Eieieiei. Und die sind schon einfach auch lächerlich hart zu stoppen. Und das war's. Wir gewinnen unser letztes Heimspiel souverän nur mit 3:0. Also da wäre schon noch das ein oder andere Türchen drin gewesen. Und wir haben auch viel schlampig gespielt. Also Passquote ist wahrscheinlich bei uns, ja, erstaunlich hoch. 82%, aber er hat keine 88%. Gibt's die Szene von Grimaldi nochmal? Perfekt, wie Hall das macht. Das ist einfach saustark. Und dann gewinnt Kager so das Kopfballduell. Ach, oh, ja, danke, Torlinientechnik. Hätte ich sonst nicht gesehen. Aber gut. Und Elliot hat wirklich Ladehemmung gerade. Kommt aber auch einfach noch nicht so zu der Gelegenheit momentan. So, führt aber immer noch. Schauen wir mal, ob das jemand der beiden im nächsten Spiel für sich entscheiden kann. So, dann ist die nächste Folge tatsächlich schon das letzte Saisonspiel. Krass. Ich freue mich drauf, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut.